Herzlich willkommen zur Nacht der Lieder und Träume 2021 und zum zweiten Mal digital. Und wieder fühlt es sich komisch und eigenartig an. Normalerweise würden hier in der Kirche ganz, ganz viele Menschen sitzen, 250, 300 Menschen. Die Kirche wäre bis auf den letzten Platz gefüllt, mit Jung und Alt. Wir hätten seit 17 Uhr geprobt, der Soundcheck wäre durch. Wir hätten in der Sakristei noch einen Tee zusammengetrunken, wären ein wenig aufgeregt, würden uns aber sehr, sehr freuen, gleich rauszugehen und hier zusammen Musik zu machen. Diesen Abend, den Abend vor dem Heiligen Abend, zusammen mit anderen Menschen zu genießen. All das ist nach 2 Jahren Leben in der Pandemie fast schon nicht mehr vorstellbar. Und deswegen erst recht. Hoffnung und ein Blick in die Krippe ermöglicht diese Hoffnung. Einen Strohhalm Hoffnung greifen und ihn nutzen, um daraus Mut, Kraft und Zuversicht zu ziehen. Und das ist unser Anliegen und deswegen auch heute noch einmal eine digitale Version hinein in die Wohnzimmer oder wo auch immer ihr seid. Wir haben aus dem letzten Jahr einige Videostücke zusammengeschnitten mit neuen Videostücken. Im letzten Jahr waren die Bedingungen schlechter. Wir sind ins Pfarrheim gezogen. Es wurde für 4 Tage zu einem Tonstudio. Der Sanitärraum wurde zur Regie und jede Sängerin, jeder Sänger musste einzeln in einen Raum, konnte den Chor nicht hören und die Musikerinnen und Musiker an den Instrumenten haben zuvor eine Backline eingespielt. Und nur mit dieser Backline, einzeln, ohne Chor in einem Raum, mussten die Tonspuren eingesungen werden. Es war ein Experiment, das geglückt ist. Nach 4 Tagen hörte man, wie der Chor annähernd als Chor klang. Wenn man genau hinhört, merkt man, dass das Ende, der Anfang, nicht so ganz zusammenpassen. Da ist ein T, da ist ein Z, all das, was man so bei Musikern eigentlich mit dem Dirigat vor allen Dingen auch zusammenbringt. Wir haben 2021 genau dasselbe wieder getan. Wir haben Backlines aufgenommen und wir haben dazu wie im letzten Jahr auch Videos gedreht. Letztes Jahr auf dem Außengelände hier rund um die Kirche. Und wenn man genau hinschaut, wir haben noch Stoffmasken getragen. Es gab ja noch keine medizinischen Masken, zumindest nicht für alle. Und in diesem Jahr sind wir auf dem Außengelände gewesen, oben auf dem Lichterweg, der eröffnet worden ist heute um 17 Uhr. Bei Ludwigs im Garten. Wir waren hier in der Kirche und oben im Kirchturm. Auch hier sieht man, Corona-konform, wir sind getestet und 2G und 3G, all das gilt auch für uns. Wir konnten uns so etwas freier bewegen und damit waren mehr Aufnahmen möglich. Wir freuen uns zusammen mit euch, dieses Video jetzt anzuschauen und die Nacht der Lieder und Träume mit euch zu genießen. Und wo auch immer ihr seid, kommt mit uns in dieser Nacht der Lieder und Träume mit nach Bethlehem. Der Stall ist schon in Sichtweite, der Strohhalm Hoffnung liegt bereit und das Wunder der Menschwerdung Gottes ist nahe. Warten auf den Himmel, der sie.
dass dieser Mist endlich vorbei ist. Dass wir endlich wieder frei atmen und uns bewegen können. Dass wir Menschen einfach so wieder in den Arm nehmen können. Dass unser Leben wieder unbeschwerter wird. Dass wir alle wieder ein normales Leben führen können. Dass Ältere weniger einsam sein müssen, weil Kontakte eingeschränkt sind. Warten im Advent. Warten auf die Dunkelheit, in der ein Stern aufleuchten wird. Warten auf die Botschaft. Fürchtet euch nicht. Warten auf die Geburt Jesu. Beginn einer neuen Zeit. Warten worauf? Eine Verheißung in den Ohren.
endlich der gläserne Himmel, Winterhimmel, der die Nacht über den Rest von Licht hebt. Eine einzige eisige Spannung, in der Glück sichtbar wird. Spuren von Bildern, von Buchstaben, Engelshaaren, in Erwartung der Sterne. Love surround you day by day.
Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf, nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Lasst uns nach Bethlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Schlecht brennt das Feuer heute Abend. Das Dunkel ist irgendwie dunkler. Der Job irgendwie schwieriger. Ich fühle mich unbehaust und ungeborgen. Verloren, heimatlos. Und höre, fürchte dich nicht und würde es so gerne glauben. Thank you.
Gott wird Mensch und beginnt sein Leben auf der Erde als Kind. Das Kind wird erwachsen werden und am Kreuz enden. Geburt, Leben und sogar der Tod. Untrügliche Hoffnung auf ein erfülltes Leben und die Auferstehung. Wenn ich es als Mensch heute, hier und in meinem Leben es wage, daran zu glauben, dass Gott den Weg mit uns durch diese Zeit geht, dann kann es Weihnachten werden. Gott wird Mensch. Gott wagt mit uns Menschen den Aufbruch in die Zukunft, über Kreuz und Tod hinaus. Menschen legen Hand an, bauen eine Krippe aus Holz, gedacht für Heu und Stroh, wird mitten in der Nacht wärmendes Bett für ein neugeborenes Kind. Menschen legen Hand an. Schlagen ein Kreuz aus Holz, gedacht für den Tod eines Menschen, wird der Beginn der Auferstehung, wird Symbol für Tod und neues Leben. Menschen legen Hand an. Weihnachten heißt nicht, dass alles so bleibt, wie es ist, sondern das heißt, dass alles so wird, wie es werden soll. Das ist Aufbruch, Anfang, anders. Das ist Losgehen, Loslassen, Lösen. Das ist die Zumutung, die mich herausfordert. Thank you.
In dieser Zeit, wenn die Welt Kopf steht, wenn uns die Puste ausgeht, wenn wir an die Zukunft tausend Fragen haben, wenn der Sturm tobt, gib Frieden. Halt mich fest in deinen Armen, Gott. Oh,
Am Ende der Nacht der Lieder und Träume steht ein Segenslied. Und es hat eine besondere Geschichte. Carrie Jobe und Cody Carnes schrieben dieses Stück in den USA 2020 im Frühjahr während des Lockdowns. Das Stück ging im Internet durch die Decke. In zig Sprachen übersetzt, produzierten Musikerinnen und Musiker Kachelvideos. Die einzige Möglichkeit, in diesen Zeiten gemeinsam Musik zu machen. Als auch wir im Frühjahr 2021 nicht proben konnten, haben wir dieses Stück auf Distanz geprobt und ein Kachelvideo produziert. The Blessing, die Vertonung des aaronitischen Segens. Seit über 2000 Jahren verbindet dieser Segen Religionen. Gott spricht uns seinen Segen zu, er bleibt bei uns, er geht mit uns. Und in diesem Sinne wünschen wir allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und Hoffnung, Mut und Zuversicht für das kommende Jahr. Der Herr segne euch. Immer mit dir.
jeden Morgen, jeden Abend, wenn du kommst und wenn du gehst und wenn du weinst und wenn du jubelst, es für dich, 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 es für dich. Der Nacht der Lieder und Träume steht der Segen. Aber was wäre dieser Abend ohne unseren Rausschmeißer, Apfelduft und Zimtgeschmack? Und dieser darf natürlich auch dieses Jahr nicht fehlen. Wir haben das Kachelvideo aus dem letzten Jahr wieder hier eingesetzt und es ist immer noch herzerwärmend und wir freuen uns, mit euch zusammen dieses nun zu singen, singt es zu Hause, singt es laut, singt es auf den Straßen, damit es ganz, ganz viel Weihnachten in euch werde und in euren Häusern. Alles, alles Gute für euch. Wir sehen uns 2022. Am Weihnachtsbaum funkeln im Licht.
Hilfe.